Hallo liebe YouTuber, der Monat August ist zu Ende und ich kann es kaum glauben. Ich habe gerade dieses Video angefangen zu drehen und dann habe ich mir gedacht, scheiße, welchen Monat haben wir eigentlich? Und wir haben jetzt September, habe ich gerade auf meinem Handy nachgeschaut. Und wie ihr wisst, war ich ja im August im Urlaub. Ich war in Spanien. Jetzt habe ich schon vergessen, wo ich war. Und deswegen will ich euch meine Produkte vorstellen, die ich eigentlich immer benutzt habe. Also nicht nur im Urlaub, sondern auch den ganzen Monat über. Und was ich euch noch sagen wollte ist, falls ihr wissen wollt, was ich auf meinem Gesicht trage, schaut auf meinem Blog vorbei. Ich habe eine neue Serie auf meinem Blog gestartet. Das nennt sich Face of the Day. Und da fotografiere ich euch die Produkte ab, schreibe sie nieder mit einem Bild von meinem Gesicht. Und wenn es euch interessiert, dann schaut einfach vorbei. Weil viele von euch fragen mich immer, was für ein Blush ich trage oder Lidschatten oder Lippenstift oder was man halt so trägt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es über meinen Blog, weil ich kann es auch in die Infobox schreiben, aber ich bin wirklich, wenn es um sowas geht, ich müsste es ja immer erneuern, weil ich eigentlich versuche, so oft wie möglich andere Sachen zu benutzen und deswegen ist es blöd. Deswegen mache ich ein Foto und noch ein Foto und dann habe ich es. Und dann werde ich euch die Produkte auflisten und ich hoffe, ihr schaut vorbei. Und jetzt beginnen wir mit meinem Monatsfavoriten. Apropos, was ich auf meine Lippen trage. Ich habe diesen Monat ausschließlich nur dieses Produkt benutzt. Das ist ein Popstick von Maybelline Yare und das ist die Farbe 020 Tropical Pink. Wer meine Videos länger verfolgt, müsste den kennen, aber da müsstet ihr schon sehr lange dabei sein. Gibt nicht viel Farbe ab, aber es ist so ein Hauch von Pink. Ja, auf jeden Fall ist das mein Monatslippenprodukt gewesen und es pflegt, ist wie ein Gloss und ich finde es sehr edel, weil wenn ihr das auspackt, sieht das aus wie ein Lippenstift und dann macht ihr es dran und dann kommt kaum Farbe raus. Also ihr kennt auch das von Catrice, aber das von Catrice mag ich gar nicht, dieses Glow, bla bla bla. Das habe ich auch, aber das mag ich nicht, weil es so fest von der Konsistenz ist. Dann kommen wir zu meinem Blush, den ich auch heute trage, werdet ihr in meinem Face of the Day sehen. Das ist der Creme Blush von Agnes B, die Farbe B125, geh nachher raus. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft gezeigt in den letzten Videos und deswegen müsstet ihr den auch schon kennen. Dieses Produkt mag ich einfach sehr, sehr gerne auf die Apfelbäckchen hier. Und was ich mir dabei gedacht habe, ist, dass wenn man im Sommer schwitzt und ihr einen Creme-Blush benutzt, dass es nicht verschwindet. Diesen Blush habe ich in Kombination mit diesem Pinsel aufgetragen. Das ist der Petite Stippling von Zu Eva. Gibt es auch ein Video dazu. Und ich glaube, zu Agnes B. mache ich auch noch ein Video, weil ich habe euch vor langer Zeit unter einem Foto auf Instagram gefragt, ob ihr das Video sehen wollt. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal fragen, ob ihr so ein Video sehen wollt. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Der liebsten Duft, den ich in diesem Monat getragen habe, ist der neue Duft von Justin Bieber, The Key. Viele haben mich gefragt, wieso ich den schon habe. Ich war auf dem Event und habe es mitbekommen und es riecht einfach umwerfend. Also ich liebe diesen Duft. Ich habe wirklich sehr viele Komplimente dafür schon bekommen, weil bei solchen Düften denke ich mir immer, ich nehme es einfach mit, sprühe mich dann voll und dann fragen immer meine Freundinnen oder andere Leute um mich herum, ob sie den aufsprühen dürfen und dann sage ich, na klar, weil ich habe kein Problem damit und deswegen, ja, haben die immer gemeint, von wem ist das und so und ja. Der kommt im Oktober 2013 raus. Hab einen Blogpost drüber verfasst und ein Video. Werde ich euch in der Infobox verlinken. Und es ist wirklich ein sehr guter Duft. Also wirklich. Ich kann ihn nicht beschreiben, aber vertraut mir einfach. Das nächste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist ein Blush and Bronze Produkt. Das ist aus der Catrice LE 1002 Oh La La. Auf jeden Fall ist es dieses Produkt und ich finde dieses Produkt sehr, sehr praktisch. Dieses Produkt ist eigentlich matt. Ja, und ich mag dieses Produkt sehr gerne. Also ich habe es heute auch dran. Ich verwende den Blush weniger, aber den Bronzer, der ist irgendwie sehr, sehr schön. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und das wollte ich euch zeigen. Ist auch eine Kaufempfehlung, weil die LE ist aktuell. Also schaut vorbei, wenn ihr das noch nicht habt. Diesen Blush trage ich gerne mit diesem Pinsel auf. Der ist von P2 aus der, oh, keine Ahnung, welche LE das war. Aber die gibt es noch. Also ich war heute im DM drinnen
Und der Aufsteller ist immer noch da. Also falls ihr an diesen Pinsel kommt, dann kauft ihn euch. Also er ist wirklich sehr schön zum Konturieren. Wie gesagt, ich benutze ihn immer in Kombination mit dem Blush Bronze. Aber auch so, wenn ich einen Bronzer auftrage. Und ich möchte nicht mehr auf ihn verzichten. Deswegen wollte ich euch noch darauf hinweisen, falls ihr noch keinen perfekten Bronzerpinsel habt, schaut ihn euch an. Ich glaube, der ist auch sehr gut geeignet für Highlighter auftragen hier in der Partie. Und Blush auch, also ist gewöhnungsbedürftig, aber das ist wirklich eine Kaufempfehlung und falls ihr den noch nicht habt, schaut vorbei, weil die LE gibt es nicht mehr lange, obwohl sie 5 Monate im Sortiment war, aber trotzdem. Auf was ich in diesem Monat nicht verzichten wollte und was ich eigentlich wieder entdeckt habe für mich, ist ein Creme-Lidschatten und zwar von Catrice in der Farbe 040 Lord of the Blinks. Und ich war letztens vorm Catrice Sortiment und die haben den rausgenommen, glaube ich, oder? Also ich habe nur noch die Metal Eyeshadows gesehen, also diese Metallic Dinger und andere Lidschatten, aber ich habe die nicht mehr gesehen. Also eine Farbton gab es bei der Sortimentsumstellung für 1,75 und das war der lilane Ton und deswegen dachte ich nur, dass der lilane rausgeht. Aber letztens war ich, wie gesagt, dort und es gab sie nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist eigentlich wie eine Eyeshadow-Base, aber auch sehr gut, um Augen-Make-ups drauf aufzubauen. Also gefällt mir mega gut und ich habe ja auch, wie gesagt, den lilanen Ton, aber keine Ahnung, wie er heißt, ich glaube Movie Star. Und wenn die jetzt aus dem Sortiment gegangen sind, das finde ich sehr, sehr schade. Falls ihr den habt in eurem DM, schreibt es mir mal, weil ich wollte mir noch andere Farben zulegen. Also gab es ja in 4 Farben oder so. Ich habe 2 davon, also es fehlen noch ein paar. Auf jeden Fall ist es auch eine Kaufempfehlung. Und was ich nicht mehr vermissen möchte, also wirklich nicht, egal wo ich bin, ist mein Beauty Blender bzw. mein Evelyn Make-up Eye. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich mir den echten holen will. Weil der echte wurde ja auch sehr gehypt und ich habe ja noch keinen Vergleich dazu. Und deswegen, mich haben schon einige gefragt, ob ich plemplem bin, aber kennt ihr das? Also wenn ihr nur ein Fake habt, wollt ihr das Original irgendwann mal? Ich benutze dieses Make-up-Eye sehr, sehr gerne, um andere Leute zu schminken. Ich kann es mir kaum mehr vorstellen, sie mit den Händen zu schminken. Also an mir ist es ja okay, würde ich sagen, aber wenn ich andere Leute schminke, und das mache ich sehr oft zurzeit, in letzter Zeit zumindest, darf das Make-up-Eye nicht fehlen. Und wenn es fehlt, dann ist echt Verzweiflung im Hause. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Kommen wir zum vorletzten Produkt, was ich schon sehr, sehr lange habe, aber noch nie in die Kamera gehalten habe, außer einmal in einem Follow Me Around, aber ich weiß nicht, ob ihr Follow Me Around so gerne schaut. Deswegen wollte ich euch es diesmal zeigen, und zwar rede ich vom Tangle Teaser. Ich habe ihn mir schon sehr lange zugelegt, bestimmt schon vor einem halben Jahr. Habe aber kein Video dazu gedreht und auch nicht in einem DM hort oder sonst was. Aber ich muss sagen, dass der Tangle Teaser, seitdem ich ihn besitze, immer bei mir ist. Ich nehme ihn auch mit runter zum Duschen. Er kommt in meine Handtasche. Ich benutze ihn immer. Er war mit im Urlaub und dies und jenes. Er wurde ja sehr gehypt eine Zeit lang. Bestimmt immer noch, aber der Hype ist schon vorbei. Also er ist nicht mehr so präsent in den Videos. Aber ich muss sagen, dass ich ihn wirklich liebe. Also anfangs war ich wirklich skeptisch und dachte mir so, ja, es ist ganz normal im Vergleich mit einer Haarbürste. Und ich benutze ja die Evelyn Haarbürste mit Schweineborsten, heißt es so, ich glaube schon. Das ist aber immer zu Hause und das ist immer so, was ich immer dabei habe. Und bei diesem Tangle Teaser, also oder generell bei einem Tangle Teaser, hat man wirklich das Gefühl, dass man weniger Haare verliert. Weil jedes Mal, wenn ich meine Haare mit der Evelyn Bürste kämme, und ich bürste meine Haare wirklich selten, alle 2 Tage, dann verliere ich wirklich viel Haare. Und bei dem ist es nicht so, weil ihr seht es ja, also das ist sehr hygienisch. Und wenn ihr so ein Hygiene-Freak seid, dann kann ich euch ihn empfehlen, weil viele mögen das ja nicht, wenn die Haare dann in der Bürste hängen bleibt. Also man sollte es ja schon irgendwann mal entfernen und reinigen, aber manchmal ist es sehr arbeitsaufwendig. Ja, und deswegen kann ich ihn euch empfehlen. Das war's dann mit meinen Drogerie-Favoriten im Monat August. Es tut mir leid, wenn ich so viel geredet habe, aber ich wollte euch alle Produkte zeigen, weil die sind wirklich zu empfehlen. Und wer bis zum Ende dran geblieben ist, es gibt eine kleine Verlosung. Und zwar, wer mein, keine Ahnung, vorletztes Video angeschaut hat, der weiß, dass ich ja in Hamburg auf dem Elizabeth Arden Event war, habe das Parfüm von Justin Bieber bekommen und andere Parfüms, die ich verlose.
Und deswegen werde ich das Parfüm von Nicki Minaj verlosen, was ich selber besitze. Also das ist die 30 ml Version und das ist, also das ist noch verpackt und das ist meins. Und ja, einfach als Dankeschön, dass ihr mich so unterstützt. Wir sind fast bei den 50.000, wieso schaue ich auf die Uhr? Wir sind fast bei 50.000 Abonnenten und es ist unglaublich, wie die Zahl einfach wächst und wächst und wächst. Und ich will es euch einfach auf irgendeine Weise zurückgeben, weil es mir sehr viel bedeutet. Also denkt nicht, dass ich nicht an euch denke. Ich denke sehr oft an euch. auf jeden Fall gibt es dieses Parfüm zu verlosen mit kleineren anderen Sachen, die ich gerade nicht da habe, weil ich keine Lust habe, sie zu suchen. Auf jeden Fall findet diese Verlosung auf meinem Blog statt und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ich werde euch den Link von meinem Blog in der Infobox verlinken, wo ihr zu diesem Parfüm gelangt und da müsst ihr mir einen Kommentar hinterlassen und es wäre hilfreich, wenn ihr Leser meines Blogs seid. Ich glaube, ich habe darüber schon mal einen Blogpost verfasst, wie ihr Leser werdet. Ist eigentlich sehr, sehr simpel. Man muss einfach auf Mitglied werden drücken und dann seid ihr Leser meines Blogs. Und wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, müsste es kein Problem sein, weil ihr dann automatisch eine Google-Mail habt und somit könnt ihr meinem Blog folgen. Also ist eigentlich ganz simpel und ich habe ja schon ein paar Blog-Leser, deswegen sind die schon ein bisschen im Vorteil. Aber jeder kann gewinnen. So, alle Teilnahmebedingungen werde ich nochmal in der Infobox verlinken. Und ja, falls ihr dieses Parfüm gewinnen wollt, wie gesagt, seid Abonnent meines Kanals und dann noch Leser meines Blogs und das war's dann. Okay, ich glaube, ich habe wirklich genug geredet. Es kommt mir vor, dass ich eine halbe Stunde geredet habe. Ich hoffe, dieses Video ist nicht eine halbe Stunde lang. Deswegen rede ich gerade ein bisschen schneller. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Favoriten im August waren oder was euer Highlight im August war. Das würde mich sehr interessieren, weil, wie ihr wisst, lese ich alle Kommentare. Ich versuche auch auf alle Kommentare zu antworten. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.